Willkommen bei Smart Liste. In diesem Video besprechen wir den besten Laufgittertest. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Für weitere Infos und aktuelle Preise der von uns erwähnten Produkte, seht ihr am besten die Links in der Beschreibung unter dem Video an. Machen wir also gar nicht lange rum und legen los mit der Liste. Auf Platz 5 haben wir der Fabimax 3065 Laufgitter. Fabimax bietet ein vierstufiges Holzlaufgitter mit stufenloser Höhenverstellung an. Es misst außen 100 x 100 cm und ist 74 cm hoch. Die Innenmaße des Bodens betragen 96 x 96 cm. Arretierbare Rollen aus Kunststoff befinden sich an jeder Ecke des Spielgitters. Sie können die Höheneinstellung für sich und ihr Kind anpassen. Stellen Sie die Platte etwas weiter nach unten, wenn Ihr Säugling anfängt, mobiler zu werden. Wenn Ihr Baby zu krabbeln beginnt oder die ersten Stehversuche unternimmt, bricht der Boden vollständig zusammen. Die Bodenplatte wird mit Kunststoffklammern am Gitter befestigt und kann mit ihnen bewegt werden. Für ein zusätzliches Sicherheitsgefühl bestellten einige Kunden zusätzliche Klammern. Im Zug auf Nummer 4 haben wir der Roba Laufgitter Damm und Eule. Der Robas Quellaufstall verfügt über eine dreistufige Höhenverstellung und ist damit für Eltern unglaublich rückenschonend. Babys, die das Aufstehen noch nicht gelernt haben, kommen in die höheren Stufen. Dadurch entfällt das auf Dauer ermüdende Bücken im Laufstall. Der auf den oberen Stufen montierte Laufstall kann auch als Stubenwagen verwendet werden. Mit seinen 75 x 100 Massen passt er durch praktisch alle Türrahmen und lässt sich dank Rollen mühelos von einem Raum in den nächsten schieben. Die Grundplatte besteht aus mitteldichter Faserplatte und wird durch Metallstifte zusammengehalten. Der Boden kann von der oberen Kante gemessen auf 31 cm für Kleinkinder, 47 cm für Babys und 63 cm für mobilere Kleinkinder eingestellt werden. Auf Platz 3 haben wir der Baby Vivo Laufgitter Laufstall. Das helle Erscheinungsbild des Baby Vivo Laufgitters zieht sofort die Blicke auf sich. Mit lebendigen Farben und Formen ist dies eine sehr verlockende und sichere Spielumgebung für Ihr Kind. Baby Vivo besteht aus Kunststoff und verfügt über ein eingearbeitetes Spielzeug an der Seite. Zu dieser Komponente gehört auch ein Gaming-Lenkrad mit Audioausgang. Der Laufstall ist extrem anpassungsfähig. Es kann in drei verschiedenen Formen gebaut werden: Rechteck 120 x 201 cm, Quadrat 160,5 x 160,5 cm oder Sechseck. Die Höhe beträgt 60 cm, was als niedrig gilt. Die Elemente haben einen Durchmesser von ca. 2 bis 3 cm und werden mit einem Verbinder verbunden. Das Spielraster besteht aus 8 kleinen Elementen, 4 blaue und 4 grüne und 4 großen Elementen, 2 orangefarbene, ein weißes Spielelement und ein gelb-weißer Eingang. Im Zug auf Nummer 2 haben wir der Roba Laufgitter Damm und Eule. Ein sechseckiger Laufstall mit Schutzeinlage ist bei Roba erhältlich. Dieser Typ beinhaltet 3 Grad Höhenverstellung und bremsbare Rollen. Die Sticks sind mit einem lebensmittelechten und hautfreundlichen Lack versehen. Sie haben die volle Kontrolle über das Desicht. Ein gepolsterter Folienboden und flache Stangen gehören zur Standardausstattung des Laufstalls. Ein Nest schützt den Kopf des Babys durch einen angenehmen Rundumschutz. Die maximale Belastbarkeit des Laufstalls beträgt 15 kg. Die Höhe beträgt 73 cm und der Durchmesser beträgt 120 cm. Kunststoffverschlüsse halten die Holzteile zusammen. Für Eltern ist der dreifach verstellbare Boden sehr rückenschonend. Kleinkinder können in der höchsten Position positioniert werden und ihre Umgebung bequem beobachten. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir der Babydan Square Park Arcade. Der Babydan Square Park Arcade Laufstall aus Metall hat eine Vielzahl von Zwecken. Es besteht aus einer Tür, 3 breiten Teilen und 2 dünnen Teilen. Erweiterungen können separat erworben werden. Eltern können die extra breite Tür mit einer Hand öffnen und sie schwingt in beide Richtungen. Der Laufstall misst innen 70 x 102 cm und außen 72 x 105 cm. Durch das quadratische Desichten lässt er sich einfach in einer Ecke oder an der Wand aufstellen. Sie können den Laufstall auch direkt an einer Wand montieren. Dies erfordert lediglich die Verwendung separater Wandarmaturen. Eine schöne Spielmatte mit kindgerechten Mustern liegt im Laufstall bei. Der Bezug des Laufgittereinsatzes besteht zu 100% aus Baumwolle, der Füller aus 100% Polyester. Zur Bewertung der Matte wurde Ökotex Standard 100 verwendet. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden, haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag dieses Video teilen und vergessen Sie nicht, unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.